Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic Minecraft. Das sieht ja komisch da aus. Das habe ich alles gebaut, um zu überleben. Erstmal die ganze Umwelt verschandelt. So, wir fangen heute in der Folge an mit Fossilien. Die habe ich hier sogar schon aufgenommen. Die packe ich jetzt in unseren neuen Analysator. Und dort können jetzt mit etwas Glück halt DNA-Dinger draus kommen, glaube ich. Das müssen wir gleich mal testen. Ist halt schon lange her, dass ich das benutzt habe. Es ist leider nur Sand geworden. Knochenmehl, auch nicht spannend. Aber wir gucken dann gleich einfach nochmal wieder rein, würde ich sagen. Hier wäre noch Steak, was wir braten können. Und wir könnten mal versuchen, so eine Pilzsuppe zu machen. Einfach nur, um rauszufinden, wie das nochmal ging. Ich glaube so. Genau, Schale. Da, Pilzsuppe. Sehr schön. Hier brauchen wir halt dann noch ein paar mehr rote Pilze. Ansonsten funktioniert das Ganze leider nicht. Aber dann würde ich sagen, hier ist auch noch Gold drin. Dieses Steak-Dinger brate ich nochmal schnell. Das Gold lasse ich mal lieber dann hier. Nicht, dass wir sterben. Wäre ja ärgerlich. So, und dann schauen wir nochmal hier. Ja, super. Knochenmehl und Sand. Da kommt ja gar nichts raus, wie blöd. Aber ich glaube, das kann ich da auch noch reinpacken und die Dinger. Kann ich nicht auch die Sachen hier reinpacken? Aber dann kriege ich da wahrscheinlich auch nur von dem Ornitholestes Sachen raus. Also DNA macht ja Sinn, wenn ich davon Knochen habe. Den möchte ich nicht unbedingt haben. Den mag ich nicht so gern. Also eigentlich mag ich den schon, aber nicht mehr seit der letzten Folge. Hat uns die ganze Zeit getötet. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es nochmal durchbrennen und gehen wir nochmal ein bisschen in die Mine gleich. Essen haben wir jetzt ja auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in die Mine. Dass wir zumindest nochmal ein bisschen Eisen und so bekommen. Gefrorenes Fleisch. Oh, stimmt, das gab es ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, was man da rausbekommen konnte. Ob man da auch DNA rausbekommen konnte. Ich glaube, wir sollten halt auch echt gucken, dass wir verzauberte Sachen kriegen. Möglichst schnell. Das macht halt vieles einfacher. Aber dafür müssen wir, glaube ich, auch noch hier... Wie heißt denn das? Zuckerrohr finden, ganz viel für Bücher. Und was brauchen wir denn noch? Ah, Leder brauchen wir auch noch. Also Kühe müssten wir auch noch ganz viele suchen. Oder kriegt man auch Leder von Dinosauriern, wenn man die killt? Kann natürlich auch sein. Diamanten brauchen wir, glaube ich, auch dafür, für diesen Verzauberungstisch. Sonst weiß ich gar nicht, das können wir auch nicht abbauen. Wir brauchen gleich unbedingt eine Eisenspitzhacke. Oh, das brauchen wir oft zum Verzaubern. Sehr gut. Lapis Lazuli. Können wir wahrscheinlich auch nicht abbauen, oder? Doch. Okay, meine Spitzhacke hier ist auch gleich schon wieder weg. Ich würde sagen, wir riskieren es jetzt einmal, dass wir nochmal in den Riss gehen kurz. Damit der Spitzhacke hier drei Eisen abbauen zumindest. Damit wir wieder eine Eisenspitzhacke haben. Weil ich kann die ganzen Sachen halt gerade nicht abbauen. War das nicht irgendwo hier, der Eingang? Hä? Ich hätte das doch hier markiert. Oder war das hier seitlich? Wo ist Eisen? Das war Gold. Brauchen wir nicht. Da oben ist Eisen. Da müssen wir jetzt schnell hin. Ey, diese Fackel ist so nervig, dass man die mal platziert. Oh nein. Müssen wir jetzt mal eben schnell handeln. Wie mache ich das denn jetzt? Dann machen wir uns mal schnell hier zwei Steinspitzhacken nochmal.
Brauchen halt Eisenerz. Ich glaube, Gold würde zur Not auch erstmal gehen. Nehme ich das auch mal schnell mit? Kann ich gar nicht. Vergessen. Und da ist Eisen. Sehr schön. Ah, Fackel. Gibt es da irgendeinen Trick, dass das nicht passiert? Weil es ist schon praktisch. Okay, wir hauen ab. Ich glaube, wir haben die drei Eisen, ne? Ne, nur zwei. Oh nee. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt gerade. Aber jetzt habe ich keine Fackel platziert. Ach, das ist überfordert mit dieser Zweitaste oder Zweithand. Ideal ist das irgendwie nicht. So, jetzt hauen wir aber ab. Ich will nicht sterben. Wir müssen halt hier nochmal reingehen, wenn wir ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Und jetzt können wir zurück und uns eine Eisenspitzhacke zumindest wieder machen. Und dann können wir auch wieder mit der Eisenspitzhacke arbeiten. Und dann können wir hier gleich auch die Sachen abbauen, die wir vorhin stehen lassen haben. Müsste eigentlich in diesem Gang sein. Kohle ist hier noch. Nehme ich mal jetzt nicht so viel mit, da hatten wir schon so viel. Nicht so wichtig. Weiß gar nicht, ob wir Gold brauchen. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Hier ist halt noch ein bisschen Redstone, das hatte ich aber jetzt nicht vergessen. Aber es kann sein, dass noch irgendwo anders was ist. Das weiß ich nicht. Oh, nochmal Permafrost. Diesmal haben wir da nur Knochen rausbekommen. Oh, da ist nochmal so ein gefrorenes Fleisch. Ich glaube, man kriegt nur aus diesen andersfarbigen Teilen was raus. Oh, Bücher. Oh, Bücher sind aber praktisch. Die brauchen wir. Wir wollen ja eh verzaubern. Da brauchen wir Bücher für Regale. Was geht denn jetzt hier ab? Jetzt finden wir richtig viel. Fossilien. Eisenerz. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Kommen richtig viel Eisen. Das ist sehr gut. Wir müssen aber gleich aus der Mine auch nochmal raus. Ich habe jetzt ja wieder ein bisschen Eisen. Weil ich würde gerne nochmal nach Zuckerrohr Ausschau halten, dass wir echt so in Richtung Verzauberung gehen können. Und vielleicht gleich nochmal die forcieren, die wir jetzt gerade gefunden haben. Und dieses Fleisch da von dem Permafrost, dass wir das nochmal in den Analysator packen. Ich habe halt schon noch Lust auf DNA von Dinosauriern. Aber wir können es halt nicht erzwingen. Mehr als das da reinpacken kann ich halt nicht. Und wenn wir jetzt gleich die Welt nochmal nach Zuckerrohr oder so erkunden sollten, dann könnten wir halt gleichzeitig auch noch nach Fossilien Ausschau halten. Aber gerade in diesen Berggebieten und so, ich glaube, das ist immer ganz gut. Jetzt gerade haben wir aber auch echt Glück. Noch mehr Eisen, sehr schön. Ich glaube, dieses Vulkangestein, das bringt auch nichts. Da habe ich bis jetzt auch nie was rausbekommen. Jetzt sind wir wieder an der Oberfläche. Da möchte ich nicht lang. Geh schnell ins Haus. Was machen die denn schon wieder in meinem Garten, die Viecher? Die haben halt irgendwas gefressen, glaube ich. Und auf jeden Fall Knochen. Aber da war halt gerade der andere auch noch. Denn hier? Meint ihr, ich kann den besiegen? Okay. Ich glaube, die verhungern gerade alle. Oder meint ihr, der hat hier getötet, hier die Knochen? Ne, guck mal, das ist von dem Ornitholestes. Ich glaube nicht, dass das Kannibalen sind. Aber kann
Kann ich das Dinofleisch eigentlich braten? Oder ist das nur zum Füttern für andere Saurier? Weil ich brauche halt sowieso noch Fleisch. Brate das mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bin ich mal sehr gespannt. Und ich würde auch sagen, wir machen uns nochmal im schnellen zweiten Ofen. Wir machen einfach drei Öfen, würde ich sagen. Ja. Da müssen wir unbedingt gleich Inventar mal sortieren. So, hier brennen wir dann nochmal das Eisenerz, was wir haben. Hier brennen wir das Golderz. Dann haben wir hier Steintafeln rausbekommen. Also der Rest ist uninteressant. Dann Biofossilien versuchen wir gleich nochmal. Ja, Reliktschrott und so packe ich alles hier rein. Steintafeln kann man, glaube ich, nicht nochmal dadurch filtern. Stör-DNA, okay. Ah, wieder nur eine Steintafel. Ich glaube, die sind auch für diese Werkzeuge, dass die repariert werden. Jetzt packen wir nochmal die beiden Dinger hier rein. Mal gucken, was da rauskommt. Das Eisen brutzelt auch fleißig. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt Lapis Lazuli zum Verzaubern. Das packe ich mal hier rein. Die Bücher packe ich auch hier rein, weil die werden wir auch noch brauchen. Und ansonsten mache ich hier schon mal ein bisschen Müll und so rein, was wir gerade nicht brauchen. Holz behalte ich mal im Inventar. Ja, das sieht ganz gut aus. Keramikscherbe. Die braucht man auch irgendwo für, oder? Die Keramikscherbe. War das nicht so? Für irgendwelche Werkzeuge oder so, denke ich mal. Oh, zerbrochenes antikes Schwert. War das nicht sogar mit dem Ding irgendwie? Warte mal. So. Da vielleicht jetzt die Keramikscherbe rein? Nee, leider nicht. Brauchen das hier. Reliktschrott. Oh, wir haben nochmal so ein antikes Schwert. Aber damit kann man das, glaube ich, reparieren. Genau, jetzt läuft das durch. Das ist sehr gut. Sehr schön, dann können wir uns gleich zwei Schwerter machen. Oh, wir brauchen mehr Reliktschrott. Oh nein. Es muss ganz voll sein, damit das repariert wird. Ah, das habe ich natürlich jetzt alles hier durchgehauen. Das ist ärgerlich. Das heißt, Reliktschrott sollten wir behalten, damit wir die Sachen reparieren können. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, ich habe den Prozess jetzt hier auch resettet, kann das sein? Dadurch, dass ich... Ja, jetzt auch schon wieder. Okay, das heißt, wir brauchen ganz viel Reliktschrott. Darf ich dann auch nicht verwerten. Das können wir bestimmt essen. Hühnchen brate ich auch nochmal schnell. Ja, sehr gut. Das heißt, wir können uns von Dino-Fleisch ernähren. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Aber ich mache jetzt erstmal nochmal ein Schwert. Können wir auf jeden Fall brauchen. Diese Dinger behalte ich mal als Backup noch. Machen wir aber nochmal eine zweite davon. Dann mache ich mir auch mal die anderen Werkzeuge wieder. Eine Schaufel zum Beispiel. Das kann hier hinten hin. Das Gold können wir gleich wegpacken. Eine Axt mache ich mir auch mal. Dann mal ist es ganz wichtig, dass wir einmal das komplette Zeug haben, soweit. Bisschen Rüstung ist auch nicht schlecht, denke ich. Sollen wir mit dem Gold auch einfach eben schnell Rüstungsteile machen? Dass wir ein bisschen geschützt sind zumindest. Helm. Hier haben wir auch noch Gold. Wüsste halt nicht, was wir sonst machen könnten damit. Deswegen ist das, glaube ich, schon ganz nice, ein bisschen Rüstung zu haben. Oh, ich hätte mal noch ein Eisen, haben wir sogar, halten sollen. Nämlich für das Schild. So, dann haben wir auch noch ein Schild. Sehr schön. Fackeln packe ich mal dann hier hin. Und dann sind wir, glaube ich, gleich für die Erkundung schon mal soweit vorbereitet. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ganz viel Zeugs, weil dann können wir uns dieses antike Schwert machen. Das ist, glaube ich, noch ganz cool. Und ja, hier kann das ruhig auch alles durchlaufen. Beschädigte Enderman-Figur. Ich habe keinen Plan, was die Sachen können. Toll, jetzt regnet es, wo ich gerade los möchte. Ich habe gerade übrigens mal geguckt, diese Scherbe, die ist, glaube ich, relativ useless, leider. Aber wir gehen jetzt los, auch wenn es dunkel ist.
Ach, wir können schlafen. Okay, wartet. Dann schlafen wir doch erst. Guten Morgen. Ich hoffe, der Regen hört gleich auf. Ah, das sieht doch gut aus. Werden auch wieder direkt begrüßt von unserem Nachbarn, der durch die Bäume guckt. Sehr, sehr süß. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen, die ich gerne mitnehmen wollen würde. Weil wir wollen ja. Haben wir noch Holz? Ach, wir haben kein Holz. Müssen wir gleich was holen uns da vorne. Aber ich möchte ja ein bisschen Zuckerrohr zum Beispiel holen. Das heißt, ich würde gerne mit dem Boot einmal hier im Wasser entlang segeln. Beziehungsweise rudern eher. Segeln ist es ja nicht. Ich glaube, jetzt anpflanzen lohnt sich auch nicht, Onni. Komm, den rippen wir. Hey, Hauptsache, er trifft uns. Hat aber auch richtig geleckt gerade, als er angegriffen hat. Aber er macht uns kaum noch Schaden dadurch, dass wir Rüstung haben. Aber die Rüstung ist Gold wert. Das war schon mal sehr gut. Aber das Blocken lohnt sich gar nicht richtig. Also so richtig blocken konnte ich den nicht. Bei seinem ersten Angriff hat es irgendwie komisch geleckt. Aber es ist gut zu wissen, dass wir die jetzt gut besiegen können. Also Rüstung macht da anscheinend schon viel aus. War auf jeden Fall dann eine gute Entscheidung, in Rüstung zu investieren. Was wollte ich jetzt machen? Boot, ne? Machen wir uns mal einen schnellen Boot. Die Dings nehmen wir auch wieder mit. Und dann segeln wir mal hier am Wasser entlang und sammeln ganz viel von diesem Zeug. Im Zuckerrohr. Kühe. Oh, was ist das denn? Ist so ein Stör? Sieht aus wie ein Stör. Da links ist noch was Größeres. Ich sollte vielleicht mal in die Ego-Perspektive gehen. Okay, das ist irgendwas anderes. Zoe. Ja, ich konnte so schnell nicht lesen. Wir haben jetzt auf jeden Fall was vom Stör auch noch bekommen hier. Hoher Kabeljau. Können wir natürlich auch benutzen. Es gibt hier so viel zu entdecken. Aber wie gesagt, die Mission ist jetzt Zuckerrohr und Kühe. Das wäre so die Hauptmission. Und ansonsten noch Fossilien und so mitnehmen. Gib mir euer Leder. Ich glaube, ich brauche richtig viel Leder. Ich brauche, glaube ich, insgesamt 15 Bücherregale. Das heißt 15 mal 3. 45 Leder. Ist richtig. Oder noch mehr? Ich weiß es gar nicht genau. Da brauchte man 3 Bücher für ein Regal. Ich hoffe halt auch, dass keine Wassersaurier irgendwie hier im Wasser sind, die uns in Gefahr werden könnten. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Nachher kommt so Mosasaurus oder so. Aber dann ist das so. Da haben wir die Erfahrung auch gemacht. Oh, was ist das denn? Oha. Wie weit kicken die uns denn alle? Die haben richtig viel Knockback. Das Ding ist kleiner als ich und es haut mich einfach sonst wohin. Muss man echt aufpassen. Okay. Aber die Rüstung ist halt richtig gut. Okay, jetzt haben wir hier den Panzer und so. Das Fleisch und so können wir ja dann auch braten, was echt praktisch ist. Mehr passieren sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht. Nee, ist jetzt auch nichts. Aber ich würde einmal gerne hochgehen. In der Hoffnung, dass da oben noch was ist. Weil in diesem Felsing-Biom kann man die halt immer super schnell finden, die Fossilien. Was echt praktisch ist. Okay, das ist nur so ein kleines. Oh! Hier sind wir. Oh Gott. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Hier hatten wir schon abgebaut. Schnell weg. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Bei den Säbelzahntigern, aber die haben nicht angegriffen zum Glück. Da oben wären noch Fossilien. Das
Ist aber halt gefährlich. Genau oben drüber sind halt die Säbelzahntiger. Na komm, was soll's. Schon ein bisschen Angst. Hat sich doch gelohnt. Es wird auch schon wieder Nacht, glaube ich. Es geht immer so schnell. Ah, hier sind noch mehr Fossilien. Ich glaube, das wird ein längerer Ausflug. Ich weiß auch mal, was das für ein Geräusch ist. Klingt ehrlich gesagt nach einem Slime. Das könnte aber ja nicht schlecht sein. Wir brauchen ja noch Slimes. Zumindest die normalen Slimes, aber es gibt halt auch diese Teerdinger. Da ist es. Ja, das ist so ein Teerslime. Das habe ich mir schon gedacht. Schade. Ein normaler Slime wäre perfekt gewesen. Wir sind gerade so ein bisschen angejumpt. Diese Geräusche. Ich glaube, es passiert nichts, wenn die in uns reinspringen, dann sehen wir nur nichts. Aua. Autsch. Oha. Ich check nix. Alter. Leute. Fast in die Lava gejumpt. Okay, wie viel kommt denn da noch? Teerblocke, nämlich mal mit diesen ganzen Knochen und so, die brauche ich glaube ich nicht. Die müllen halt voll das Inventar leider zu. Tut mir leid, Kuh. Ich erlöse dich davon. So, die haben wir. Die Kollegen kommen auch schon hier mir entgegen. Leute, ich brauche Leder, es tut mir leid. Hier hat wenigstens Leder gedroppt. Wir haben schon 9 Leder, das ist gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier noch mehr Kühe finden, ist das schon ganz cool. Aber das ist nochmal so eine Teergrube. Bringt uns nur leider nicht so viel. Oh nein, Triceratops. Ne? Ich habe vor allen Dinos gerade Angst, weil ich die nicht einschätzen kann. Selbst vor Pflanzenfressern. Hier gehen wir ab nach Haus. Boah, ohne Fressen und so ist es halt auch echt bitter. Ja, wir fahren nach Hause. Die Kühe muss ich noch mitnehmen. Boah, ist echt gefährlich gerade. Wir haben halt kaum Leben. Will die Kühe haben. So, sehr schön. Wir sind fast zu Hause. Home sweet home. Oh, guck mal. Noch besser. Sehr schön. Haben es geschafft. Noch mehr Zuckerrohr. Wir können uns das hier natürlich auch anpflanzen. Aber wir haben schon... Können wir das schnell anpflanzen, dass wir noch mehr haben? Ich würde halt gerne ein paar Bücher schon bauen. Pflanze mal ein bisschen was an. Mal die Hälfte an. So.
Den Rest nehmen wir mit rein, dann können wir gleich mal ein Buch machen. Und auch ein Bücherregal vielleicht. Aber erstmal wird jetzt hier erfolgreich gebrutzelt, was wir gesammelt haben. Ich würde jetzt halt erstmal die Biofossilien dort reinpacken. Ich glaube, das sind alles Pflanzen hier. Ich weiß gar nicht, wofür man die gebrauchen kann noch. Aber ich werde jetzt erstmal auch Reliktschrott aufbewahren, weil das brauchen wir, um das Schwert zu reparieren. Ansonsten packe ich hier mal alles wieder rein. Teertropfen. Ja, das Ding, den Kabeljau können wir gleich auch noch brutzeln. Ah, Papier heißt es, ist das. 3 Zuckerrohr, okay. Das heißt, wir müssen einfach so machen. Und dann bekommen wir Papier raus. Damit kann man dann, glaube ich, mit Leder genau Bücher herstellen. Machen wir jetzt auch mal eben. Das heißt, wir haben jetzt 7 Bücher und jetzt bräuchten wir das Regal. Guten Morgen. Machen Sie in meinem Garten. Oh, die Spinne brauche ich tatsächlich. Wehe, du explodierst. Hi. Gib mir mal ein paar Fäden. Oh, ich habe gar nicht gegessen. Oh, wir haben DNA bekommen. Velociraptor-DNA. Okay, das ist ja super interessant. Und Tyrannosaurier. Boah, wie gut. Wir haben richtig gute DNA bekommen. Da hatten wir echt Glück jetzt hier. Einmal Velociraptor-DNA und Tyrannosaurus-DNA. Das ist schon echt nicht schlecht. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal schreiben, welchen davon ihr als erstes sehen wollt. Den Velociraptor oder den Tyrannosaurus. Das wird dann auch unser allererster Dinosaurier. Hoffentlich dann schon in der nächsten Folge, das wäre cool. Aber ich glaube, wir müssen da auch erstmal ein Ei und sowas draus machen. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, bevor wir die ausbrüten können. Aber trotzdem, wie gesagt, schreibt gerne rein, wen ihr lieber sehen wollt, den Velociraptor oder den Tyrannosaurus. Ich würde mich jetzt aber von euch verabschieden. War wieder eine sehr, sehr coole Folge. Gibt aber noch sehr, sehr viel zu tun in den nächsten Folgen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst gerne ein Like da, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.